Willkommen zurück. Wenn wir diese Mindmap-Bezeichnung hier lesen, Arbeitsstättenverordnung, hier mit der gängigen Abkürzung, Bildschirmgeräte, dann ist uns klar, dass hier natürlich, weil es eine Verordnung ist, Anforderungen gemeint sind an Bildschirmgeräte. Ich habe das jetzt mal hier noch etwas verkürzt. Gemeint sind Anforderungen an Bildschirmgeräte. Das ist eigentlich logisch, ne? Wenn man eine Verordnung da vorliegen hat, sollte das klar sein. Aber wir sollten vorher, ehe wir hier genau einsteigen, noch uns darüber unterhalten, was Bildschirmgeräte eigentlich sind. Und da können wir festhalten, zum Beispiel Monitore und Flachbildschirme. Hier gibt es jetzt wieder verschiedene Varianten. Auch bei den Flachbildschirmen gibt es verschiedene Varianten. Uns soll das hier genügen. Na, auf die Frage hin, sagen Sie mal, wovon reden wir eigentlich, wenn wir immer sagen Bildschirmgeräte, können Sie mal ein konkretes Beispiel nennen, dann könnten wir Monitor sagen oder Flachbildschirm und das reicht dann auch. So, jetzt unterscheidet man bei diesen Bildschirmgeräten, unterscheidet man ortsgebundene Verwendung und auf der anderen Seite ortsveränderliche Verwendung. Denn einige dieser Bildschirmgeräte kann man eben auch durch die Gegend tragen, das heißt dann Laptop zum Beispiel. Und das ist auch die Unterscheidung der Arbeitsstättenverordnung. Fangen wir mal an mit der ortsgebundenen Verwendung. Welche Anforderungen gelten hier an Bildschirmgeräte? Sie müssen sein freistehend. Sie müssen sein leicht dreh- und neigbar. Und sie sollten sein reflexionsarm. Dann wird gefordert, Trennung von Bildschirm und Tastatur, so wie es auch üblicherweise eigentlich verkauft wird, und Neigbarkeit der Tastatur. Weiterhin gilt Ergonomie. Na, das ist ein Wort, das man hier immer wieder verwenden kann. Und zwar Ergonomie für die Form der Tasten und den Anschlag. Nochmal sehr kurz wiederholt, was Ergonomie ist. Ergonomie ist die Anpassung der Arbeitsmittel oder des Arbeitsplatzes an den Menschen. Nicht der Mensch soll sich verbiegen, sondern die Arbeitsmittel sollen sich anpassen an den Menschen. Hier ist also gemeint, die Form der Tasten soll so sein, dass der menschliche Finger da gut mit umgehen kann und gleichzeitig der Anschlag bzw. gemeint ist hier im Grunde der Widerstand, wenn man Tasten betätigt, was ich ja auch gerade hier die ganze Zeit mache, dann soll das ergonomisch sein. Okay, das ist die ortsgebundene Verwendung. Schauen wir noch auf die ortsveränderliche Verwendung von Bildschirmgeräten. Da gilt wieder die Formulierung der Angemessenheit. Angemessenheit von verschiedenen Dingen. Wir müssen die Dinge ja durch die Gegend tragen hier. Von Form. Natürlich ist naheliegend von Gewicht. Ja, und das muss angemessen sein, Angemessenheit an die Aufgabe. Ja, und natürlich die Größe. Ja, die Größe, die Form und das Gewicht muss der Aufgabe angemessen sein. Und wenn das hier eine ortsveränderliche Verwendung ist, dann bedeutet das vor allem, dass das eben tragbar sein muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Apropos Tragbarkeit. Ja,
übertragbare Bildschirmgeräte. Bei tragbaren Bildschirmgeräten gilt integrierte Maus und Tastatur nur kurzfristig, nur zur kurzfristigen Verwendung. Ja, also die Arbeitsstättenverordnung bevorzugt ganz klar die Trennung von Bildschirm und Tastatur, Bildschirm und Maus. Und wenn man das integriert hat in einem Gerät, man nennt das Laptop, dann soll hier die Verwendung nur kurzfristig sein. Mir leuchtet das nicht so ganz ein. Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren nur noch am Laptop und weiß nicht genau, wo jetzt hier die Probleme liegen könnten. Aber sei es drum, die Arbeitsstättenverordnung schreibt das so vor und wir müssen es halt so wiedergeben. Besonders sinnig finde ich das an dieser Stelle allerdings nicht. So, das wären die wesentlichen Dinge. Das wären die Anforderungen, Bildschirmgeräte, Anforderungen. Na, das ist das Thema. Nachdem wir Bildschirmgeräte kurz durch zwei Beispiele etwas näher gebracht haben, gibt es die grundsätzliche Unterscheidung ortsgebundene Verwendung, das heißt ein fester Arbeitsplatz, und die ortsveränderliche Verwendung mit unterschiedlichen Anforderungen. Hier natürlich vor allem die Tragbarkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und hier bei der ortsgebundenen Verwendung im Grunde die üblichen Kriterien. Ne, leicht dreh- und neigbar, reflektionsarm. Wir hatten das alles schon im Zusammenhang mit ähnlichen Mindmaps und ähnlichen Themen. Und immer wieder das Wort Ergonomie. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.